Thomas, das Bruderduell. Felix von Jaschorow im Team mit Bernhard Hoecker. Und Bernhard, sein Bruder Konstantin von Jaschorow mit Elton. Und jetzt geht's los. Ja, das ist so richtig schöne, gute Laune-Musik gleich zum Anfang und immer um diese Zeit hier bei Ihnen. Im Ersten, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer schönen Sendung. Wir haben uns tolle Gäste eingeladen, ja, zum ersten Mal gemeinsam in einer Show. Ja, toll, dass ihr uns ausgesucht habt, meine Damen und Herren. Felix und Konstantin von Jaschorow. Und gleich was zum Weitererzählen. Es ist ja wichtig, dass so eine Sendung immer so einen viralen Aspekt hat, so Informationen, die Sie von ganz alleine weiterverbreiten. Wussten Sie eigentlich, dass Susi und Max im vergangenen Jahr in Österreich die beliebtesten Namen bei Kühen waren? Susi und Max waren die beliebtesten Kuhnamen. So, jetzt wollen wir aber mal gucken, wie sich die Zuschauer verteilt haben. Ja, unsere Zuschauer hatten auch heute wieder die freie Auswahl. Hinter Bernhard und Felix sitzen 65 Zuschauer. Hinter Elton und Konstantin 56. Dann legen wir los. Und das tun wir auch heute wieder mit einem Blick auf unsere 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind USA, das Wetter, tierisch-tierisch, unser Körper, Essen und Trinken, Fragezeichen, Pilze, Einspruch, Unterwasser, total genial, Tradition und im Labor. So, ihr dürft beginnen. Irgendwas hier? Ja, ihr dürft beginnen. Ihr habt ein paar Zuschauer mehr hinter euch. 500, ich dachte, hier, aber okay. 500 Euro für jede richtige Antwort. Komm, hau raus. Einspruch. Ja. Die erste Frage. Darf der Chef einem Angestellten private Deko am Arbeitsplatz verbieten? A. Ja, Deko darf ohne Angabe von Gründen verboten werden. B. Nur, wenn berechtigte betriebliche Gründe vorliegen. Oder C. Nein, einen Dekogegenstand darf der Arbeitnehmer immer aufstellen. Ja. Also ich glaube, du kannst in deinem Büro immer irgendwas aufstellen, wenn es nicht verboten ist, ehrlich. Also, ich glaube, ich würde auch sagen, es muss berechtigte betriebliche Gründe geben. Wenn du dein eigenes Büro hast und stellst da irgendwie ein privates Bild hin, und dann kann der dir das nicht verbieten. Was er machen kann, ist, wenn du jetzt Kundenkontakte hast und du hast alles voller Einhörner mit Plakaten an der Wand, dann wird es vielleicht, dass er sagt, ganz ehrlich, ich würde sagen, wollen wir das gar nicht. Hast du private Deko zum Beispiel in deiner GZSZ-Garderobe? Ich habe in meiner Garderobe, habe ich da ein bisschen was rumzustehen. Es muss ja auch ein bisschen gemütlich sein. Hast du überhaupt eine eigene Garderobe? Ich habe eine fast eigene Garderobe. Nee, ich teile mir die mit meinem lieben Kollegen Daniel Filo seit guten Jahren. Okay, aber seid ihr dann noch oft zusammen da? Oder? Jeden Tag. Also wirklich? Ja. Ja, wir hocken jeden Tag aufeinander, übereinander, hintereinander. Wir sind doch beide die ganze Zeit bei B. Ja, richtig. Dann lass uns die Zeit aufheben für nachher und, oder uns ärgern, dass wir... Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also, wir nehmen Antwort B. B. Alles klar. Ja. So, ich kann keine betrieblichen Gründe erkennen, Ihnen die richtige Antwort zu verschweigen. Ein Arbeitgeber darf grundsätzlich eine einheitliche Regelung für die Gestaltung der Büroräume seines Unternehmens treffen. Er muss aber bei der Ausgestaltung der betrieblichen Ordnung gemäß § 106 Satz 2 BGB persönliche Belange berücksichtigen. Der Chef kann demnach private Deko auf und um den Arbeitsplatz nur verbieten, wenn berechtigte betriebliche Gründe vorliegen. Beispielsweise, wenn der Mitarbeiter im Büro Kundengespräche führt. Hat die Firma einen Betriebsrat, so hat dieser ebenfalls das Recht, bei der Gestaltung des Büros mitzubestimmen. Sehr guter Einstieg. Erste Frage, erste richtige Antwort. Die ersten 500 Euro. Läuft. Rate mal. Essen und Trinken. Ah, seid ihr euch da sofort einig gewesen? Ein Teelöffel Zucker. A. Besteht aus rund 200.000 Zuckerkörnern. B. Enthält so viele Kalorien wie 5 Äpfel. Oder C. Steckt in einer Portion Zuckerwatte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Schließen wir mal aus. Ja, was schließt du denn aus? Ich glaube, für eine Zuckerwatte, für eine ganze Portion, das ist ein bisschen wenig. Ein Teelöffel. Okay. Aus rund 200.000 Zuckerkörnern. Puh. Da kommt drauf an, wie groß die Zuckerkörner sind. Ich meine, so wird der Zucker, den man so kennt, ist ein bisschen viel. Auch irgendwie. Also Zuckerwatte glaube ich auch nicht, weil Portion Zuckerwatte, wie ist Portion definiert? Es gibt verschiedene Größen. Ja. Ich glaube tatsächlich so viel, also da packt man tatsächlich Teelöffel in diese komische Maschine rein. Aber was ist eine Portion Zuckerwatte? Ist nicht definiert. Wenn da steht 500 Gramm Zuckerwatte oder deswegen würde ich C ausschließen. Das ist mir zu schwammig. Ja. Besteht aus rund 200.000 Zuckerkörnern. Das ist viel, aber die sind klein. Das kann ich mir ein bisschen vorstellen. Hat so viele Kalorien wie 5 Äpfel. Ja. Ja. Fruchtzucker. Ich meine, ein Apfel, wenn er richtig schön saftig ist und süß. Viel Fruchtzucker. 5 Äpfel. Ist sogar fast... Ein bisschen viel, fast schon, oder? Welche Antwort wollt ihr nehmen? A. A. Alles klar. Wir zählen das für Sie nochmal nach. Rund 35 Kilo Zucker verbraucht ein Mensch in Deutschland durchschnittlich pro Jahr. Das entspricht in etwa 7000 Teelöffeln. Einer von ihnen enthält ca. 5 Gramm der süßen Substanz. Und das reicht, um eine ganze Zuckerwatte herzustellen. Der Zucker wird in den Kolben inmitten einer Edelstahlwanne gefüllt und erhitzt. Durch Drehbewegungen wird der flüssig gewordene Zucker durch die Löcher im Kolben nach außen an den Rand der Wanne geschleudert. Dabei erkaltet er und feine weiße Fäden bilden sich. So, es bleibt erstmal bei 0 Euro. Bernhard? Ja, wir sind dran. Lach dich was sofort an. Das Wetter. Das Wetter. Das Wetter? Warum knirscht Schnee bei wärmeren Temperaturen weniger unter den Schuhen als bei kalten? A. Die Luftpolster im Schnee dehnen sich stärker aus. B. Die Kristalle schrumpfen und verhaken sich. Oder C. Ein Wasserfilm schmiert die Eiskristalle. Ich muss erstmal verstehen. Die Kristalle schrumpfen und verhaken sich. Bei wärmeren Temperaturen, wenn sie sich verhaken, würde der Schnee mehr knirschen, würde ich denken. Weil ja dann die Haken aufgebrochen werden. Das wäre so meine Idee. Schöne Idee. Also ein Wasserfilm schmiert die Eiskristalle, kann sein, aber kann ich mir nicht vorstellen, das sind kleine... Das wird glatt und dann knirscht da überhaupt nichts. Vielleicht die Knochen irgendwann, aber... Genau, also das will eher erstmal ausschließen. Ein Luftpolster im Schnee, die dehnen sich stärker aus. Das heißt, wir haben im Schnee Luft. Die Temperatur wird wärmer, die dehnen sich aus und deshalb ist es leiser. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich tendiere so ein bisschen zu B. Aha. Ich bin... Warte mal. Also es wird kalt. Nein, es wird warm. Es wird warm. Die Kristalle schrumpfen und verhaken oder verkampen sich. Ja. Bei Wasser sind die natürlich sehr geschrumpft und komplett verhakt. Also da wären wir, das würde... Oder gar nicht mehr da. Würde ich vielleicht sogar mitgehen. Doch, vielleicht würde ich B sogar mitgehen. Dann sagt mir, was ihr tun wollt. Also A nicht. A nehmen wir nicht. Lass uns B versuchen. Okay, wenn du... Also ich... Dann folge ich dir mit B. Wie liefst du mit Physik in der Schule? Geht so, wa? Warst du anwesend? Ich war da. Ich habe auch zugehört, ja. Warst da. Gott. Bei Temperaturen von minus 7 Grad knirscht Neuschnee besonders schön. Erzeugt wird das Geräusch durch die filigranen Eiskristalle, deren Verästelungen und Verbindungen untereinander unter unserem Gewicht brechen und aneinander reiben. Wird es wärmer, beginnen sie zu schmelzen und ein feiner Wasserfilm ummantelt die Kristalle. Dieser wirkt wie Schmierfett. Die Reibung wird gemindert und die Eiskristalle werden gleichzeitig flexibler. Und so knirscht der Schnee weniger. Okay. Ah. Oh. Okay, guck mal, Pilze. Ihr habt ja schon mal 500 Euro, da wollt ihr noch hin. Ja. Total genial. Womit lassen sich auch die letzten Reste eines flüssigen Make-ups aus dem Fläschchen holen? So, das wissen die Damen hinter uns. A. Tacker und Gummiband. B. Schere und Strohhalm. Oder C. Tischtennisball und Klebestift. Hä?
wie kriegt man flüssiges Kleberestzeug aus Flaschen? Tacker und Gummiband. Tacker sind die, wo man Zettel mit zusammentackert, ne? Und einem Gummiband. Wie soll das funktionieren? Schere und Strohhalm. Schere und Strohhalm, ja. Muss man ein bisschen nachhelfen wahrscheinlich. Ja, weil vielleicht muss man den Strohhalm ein bisschen abschneiden und dann kann man das rauskratzen. So ein Löffel. Oder sowas, genau. Das würde Sinn machen. Dass du den schräg anschneidest und dann, das würde Sinn machen. Und dann so ein bisschen rausholen kannst. Tischtennisball und Klebestift. Also wie groß soll denn die Flasche sein? Welche Dame braucht denn so eine Flasche? Also ich kenne einige. Ich nenne jetzt aber keinen Namen. Also selbst da müsstest du den Tischtennisball irgendwie wahrscheinlich klein schneiden. Aber dann wirklich, hier fehlt ja dann die Schere. Also, das macht keinen Sinn. Tackergummiband. Machst das Gummiband rein? Das ist zu locker. Dann kannst du dir ins Gesicht. Das macht keinen Sinn. Genau. Also Schere schräg anschneiden oder. Das macht Sinn. B. Seid ja richtige Ratefüchse hier. Zwei Pfadfinder. Wie in den meisten Tuben und Flaschen bleiben bei einem flüssigen Make-up immer Reste im Behältnis zurück. Um an diese heranzukommen, eignet sich am besten ein Strohhalm. An seinem unteren Ende wird mit einer Schere ein Rechteck ausgeschnitten. Nun wird der Deckel der Flasche abgeschraubt und das Make-up mit dem Strohhalmlöffel gesammelt. Anschließend lässt sich das Make-up in einem verschließbaren Döschen für den nächsten Einsatz aufbewahren. Guck mal hier. Durchatmen. Man muss euch nur eine richtige Männerfrage stellen, dann läuft's auch. Ja? So, die ersten 500 Euro auch bei euch auf dem Konto. So. Such dir was aus, ich zähle von drei runter, dann sage ich Tradition. 3, 2, 1, Tradition. Weshalb waren in Bauernhäusern bis ins 19. Jahrhundert gusseiserne Platten in die Wand eingelassen? A. Um der Fachwerkkonstruktion zusätzliche Stabilität zu verleihen. B. Um die Häuser bei Blitzeinschlägen zu erden. Oder C. Um die Wärme von der Küche in ein anderes Zimmer zu leiten. Ja, C, oder? Ja. Weil Metall ist ein guter Wärmeleiter. Und Blitzeinschläge, die werden nicht geerdet, wenn da nur eine Platte drin ist. A ist Quatsch. Von daher. Ja, sofort bei C, oder? Sollen wir das einfach nehmen und lass uns nachher mehr Zeit? Ja, C. Ne, da, wo wir herkommen, ne, da hieß das dann Plattenbau. Genau. In vielen Bauernhäusern wurden bis ins 19. Jahrhundert gusseiserne, häufig verzierte Platten in die Wand eingelassen. Diese sogenannten Takenplatten wurden in eine Aussparung in der Feuerwand zwischen Küche und meist der Wohnstube eingepasst, sodass die Wärme des offenen Küchenfeuers über das Metall der Platte in die Wohnstube strahlte. So wurde es auch hier warm, aber blieb rauchfrei. Richtige Antwort, 1000 Euro. Und oft gab es auf der anderen Seite dann so einen sogenannten Takenschrank und den konnte man auf und zu machen und damit dann eben die Temperatur ein bisschen regeln. Verrückt, oder? 1000 Euro habt ihr, da nicht schlecht, Männer, seid ihr noch genau 500 Euro von entfernt. Unser Körper wollen wir gerne haben. Ja. Unser Körper ist doch quasi ein Freilos. Ja? Warum fallen Erwachsene im Vergleich zu Kindern deutlich seltener aus dem Bett? Kommt drauf an. Ja, da könnte es natürlich mehrere Gründe für geben. A. Weil ihr Schlaf nicht so tief ist. B. Weil sie häufiger auf dem Bauch schlafen. Oder C. Weil sie sich an ihre Körpergröße gewöhnt haben. Das ist ein schönes Ding. Also, C schließe ich aus. C schließt du aus? Ja. Warum? Weil was hat aus dem Bett fallen mit Körpergröße zu tun? Ich fall ja nicht längs aus dem Bett, sondern quer. Kommt drauf an. Da ist es egal, wie groß ich bin. Ja.
Ich glaube sogar... A macht Sinn. B, also ich meine sogar, Kinder bzw. Babys schlafen häufiger auf dem Bauch als Erwachsene. Die liegt man doch meistens so hin und dann liegen die mit dem Köpfchen... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Die liegen auf dem Rücken? Dann besteht ja die Gefahr, dass die Babys ersticken. Ja, wir können ja noch nicht so gut den Kopf heben und so. Das glaube ich, das Babys. Okay. Das hat jetzt mit der Frage auch nicht so wirklich was. Also ich schlafe nicht auf dem Bauch. Bei dir könnte ich mir das gut vorstellen eigentlich. Ja, das wippt immer so, wenn ich auf dem Bauch liege, hin und her. Das ist, und dann falle ich aber auch meist aus dem Bett. So, es kann natürlich A sein, wir Erwachsene schlafen nicht mehr so tief. Die Kinder verarbeiten noch viel mehr, müssen mehr verarbeiten. Aber das impliziert ja, dass man, wenn man tief schläft, aktiver ist. Weißt du? Ist man nicht eigentlich aktiver, wenn man nicht so tief genau umgekehrt. Schläft? Also hier stimmt, Moment, ich muss ja genau umgehen. Warum fallen Erwachsene? Weil der Schlaf der Erwachsenen nicht so tief ist. Ja, ich bin für A. Dann was tun? A. Sicher, ja. Nein! Jetzt ist es aber schon eingeloggt. Ah. Ah. Hei, ah. Damit Kleinkinder nicht aus dem Bett fallen, sollten sie besser in einem Gitterbett schlafen. Ältere Kinder und Erwachsene hingegen benötigen diese Sicherheitsmaßnahme in der Regel nicht. Laut Schlafforschern werden Erwachsene bis zu 10-mal pro Stunde unbewusst für einige Sekunden wach. So bemerken sie, wenn sie zu nah am Bettrand liegen und können ihre Position anpassen. Kleinen Kindern fehlt dieser Schutzmechanismus, denn sie haben noch einen deutlich tieferen Schlaf. Richtige Antwort. 500 Euro dazu. Aber ihr seid bei 1000. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Könnt euch hier... USA, bitte. ...keinen Moment der Ruhe erlauben. Um Gottes Willen. Weshalb gibt es in der Wüste um die amerikanische Kleinstadt California City ein kilometerlanges unbebautes Straßennetz? A. In der Stadt selbst gibt es keinen einzigen Parkplatz. B. Die Stadt wurde ursprünglich als Millionenstadt geplant. Oder C. Die ansässigen Autofabriken benötigen Teststrecken. Ich muss erstmal die Frage. Wow. Ich tendiere, mein Bauchgefühl sagt mir, die brauchen Teststrecken. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird in California City, werden dort Kraftfahrzeuge gebaut? Das müsste man wissen. Also weiß ich nicht. Ist denn California City, ich meine, die Frage ist, wo das überhaupt ist, ob das in Kalifornien ist oder halt woanders. A, schließe ich aber aus, dass es da keine Parkplätze gibt und deshalb haben die ein kilometerlanges. Das ist ja richtig so. Millionenstadt. Die Stadt wurde ursprünglich als Millionenstadt geplant. Das kann natürlich sein, dass da irgendwelche Rohstoffe gefunden wurden oder irgendwas. Guck noch mal kurz. Also wollt ihr selber oder fragen wir das Publikum? Ich bin für B oder C, aber keine Ahnung. Du bist für? C. Oh Gott. Sollen wir das Publikum fragen? Ob's komm, wir fragen mal das Publikum. Fragen wir das Publikum. Ja. Wir sind uns gerade so unsicher. Und ja. War jemand schon mal da? Hä? Auf einer Teststrecke? Wer hat eine Idee? Also ihr habt ja gehört, was die beiden gesagt haben. Weil es skurril ist. Ah, guck mal hier. Sie haben noch was vor heute Abend. Sie wollen, dass es weitergeht. Hallo. Können Sie einmal kurz aufstehen? Hallo. Herzlich willkommen. Wie heißt Sie? Angelika Schmidt. Angelika Schmidt aus? Itzehoe. Sehr schön. Angelika, was machen Sie beruflich? Ich bin Bibellehrerin. Bibellehrerin? Ja. Yeah. Was glauben Sie? Also ich würde es mir auch nur so herleiten, dass ich mir denke, wenn man Parkplätze braucht, dann baut man ja kein Kilometer Straßennetz. Mhm. Also wozu? Und als Millionenstadt gebaut, also wenn ich das oft sehe, wo Häuser entstehen, da wird eigentlich zuletzt die Straße gemacht. Weil oft gehen die kaputt durch die Baufahrzeuge und so. Deswegen wäre ich auch bei C. Alles klar. Also, es geht um die ansässige Autoindustrie. Zumindest einen großen Elektroautohersteller wüsste ich ja aus Kalifornien. Nördlich von Los Angeles liegt California City. Mit 14.000 Einwohnern ist es eher eine Kleinstadt. Um das Stadtzentrum herum gibt es jedoch ein kilometerlanges Netz aus unbebauten Straßen, die weit in die Mojave-Wüste vordringen. 1958 wurde die Stadt auf einer Fläche von 320 Quadratkilometern entworfen und sollte eines Tages Los Angeles den Rang ablaufen. Der ehrgeizige Plan ging jedoch nicht auf. Das erhoffte Wachstum blieb aus und die staubigen Straßen liegen heute brach. Ah,
Antwort B schade. Ist die richtige. Aber ja. Schade. Danke für die Unterstützung. Es tut mir leid. Vielen Dank. Alles danke, gut. Angelika. Alles gut. Wir sind Architekten wie vom BER. Es bleibt bei 1.000 Euro. Ihr könnt in Führung gehen. Mir sagt jetzt gar nichts mehr so zu. Deswegen tendiere ich ein bisschen mehr zum Fragezeichen, weil da können wir uns überraschen lassen. Ja, ich finde ja Labor. Dann. Ja, dann nehmen wir Labor. Wenn du Labor gut findest, nehmen wir im Labor. Ja. Was denn? Dann war es Synchronstimme bei Narcos. Natürlich kennt er sich mit Labor aus. So. Ja, das weißt du wieder nicht, ne? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Welche ungewöhnliche Eigenschaft besitzt flüssiges Helium-2? A. Es verströmt einen starken Veilchenduft. B. Es leitet Strom besser als jeder bekannte Feststoff. Oder C. Es kann Oberflächen hinauffließen. So. Es verströmt einen starken Veilchenduft. Strom. Du meinst, es leitet Strom? Leitet Strom. Oder denkst du gerade nach oder war das ein... Das wollte ich denke laut. Achso. Also verströmt einen starken Veilchenduft. Ist ein bisschen Veilchenduft klingt für mich. Kloppt irgendwie. Leitet Strom besser als jeder bekannte Feststoff. Das kann natürlich sein. Ja, aber... Wobei alleine Wasser... Leitet Strom mir schon kann sehr gut. Oberflächen hinauffließen. Helium ist ja ein Gas. Also es ist leicht. Es ist leichter als Luft. Es fließt. Es ist, strömt nach oben. Helium 2. Ja, aber mal ganz im Ernst. Naja. Also, deswegen Helium nehmen die ja, sagen die uns jetzt, Helium ist schon leicht. Die Luftballons, die fliegen hoch. Hahaha, flüssiges Helium fließt nach oben. Uhuhuhu. Weißt du, das kannst du nicht wissen, aber so denken wir uns nämlich hier die Fragen und die Antworten aus. Ja, dann sitzen wir alle zusammen rund um den großen Tisch und sagen, oh, wie können wir den Elton heute wieder so richtig hochnehmen? Also das ist mir, natürlich kann es vielleicht sein, aber das ist ja auch gegen jede Art von physikalischem Gesetz, dass etwas hinauffließt. Also ja, du gibst irgendwas... Nein, es geht um flüssige Helium. Ja, okay, ja, gut, aber selbst flüssiges Helium ist ja, wenn, so, glaube ich, wenn es... Flüssigkeit ist eine Flüssigkeit, ist kein Gas. Wenn Sauerstoff in Verbindung kommt, passiert ja was. Weißt du, was ich meine? Also fließen oder... Ich würde kann man ja auch anders definieren. Zum Publikumsjoker so sein, dass du denn so ein Wasserstrahl nach oben fließen siehst, sondern vielleicht fließt das, du wirst zu Gas und geht halt nach hoch, weißt du? Ja, nein, dann fließt es nicht nach oben. Es kann eigentlich nur. Es kann eigentlich nur. B? Wir nehmen B. Bitte! Bitte! Ich habe schon mal was von Flüssiggas gehört. Also, will nicht klugscheißen, aber. Oh, Scheiße! Helium in flüssigem Zustand ist bei Normaldruck eine farblose Flüssigkeit. Bei etwa einem Zwanzigstel des Normaldrucks und unterhalb einer Temperatur von 2,17 Kelvin jedoch wird es als Helium-2 bezeichnet und ist im suprafluiden Zustand. Wird nun ein Behälter in das Helium getaucht, so zeigt es den sogenannten Onnes-Effekt. Das Helium-2 fließt an den Seiten des Behälters in Form eines nur wenige Nanometer dünnen Films mit einer Geschwindigkeit von 30 cm pro Sekunde hinauf und tropft dann unten herab. Du hast recht. Ich entschuldige mich in aller Form. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. Weißt du? Es tut mir leid. Du hast... Hätten wir in Führung gehen können jetzt. Mhm. Sorry, Leute. Ja. Das ist auch ein bisschen eine Psychoshow hier. Mhm. Oh, ja. Das ist jetzt aber ganz schlecht. Okay. Ach so, jetzt gibt es hier noch eine Kampfansage von so, euch. So, es bleibt bei 1.000 Euro. Ein bisschen haben wir noch. Willst du mal rollen hier, ja? Lange nicht. Wir haben noch tierisch, das Fragezeichen, Pilze und Unterwasser. Fragezeichen. Wobei wird zwischen Diamantrahmen und Schwanenhalsrahmen unterschieden? A. Dachfenstern, B. Armbanduhren oder C. Fahrrädern? Diamantrahmen also. Schwanenhalsrahmen. Ach so, das ist doch... Was? Hallo? Also, ich war bei Fahrrädern, weil das ist der Diamant, ist dieses eine sechseckige oder fünfeckige Form. Und der Schwanenhalsrahmen ist halt quasi wie ein Schwanenhals, also nur das klassische Damenrad. Ja. Ist vielleicht der Schwanenhals. Also bei Armbanduhren habe ich das noch nie gehört. Also meine Frau ist ja Architektin. Ah. Ja. Und sie hat gerade für ein paar
Kunden Häuser gebaut und da habe ich noch nie gehört bei Dachfenstern Diamantrahmen oder Schwanhalsrahmen. Armbanduhren. Ich bin auch beim Fahrrad, dann sollten wir es machen. Lass es uns bevor versuchen. Bevor wir uns was anderes ausdenken, was dann versehentlich richtig ist. Wir nehmen C. Lass uns eine Runde fahren. Ja. Das Wort Diamond steht im Englischen auch für Raute und bezeichnet die am häufigsten vorkommende Form des Fahrradrahmens. Der Diamantrahmen wurde Ende des 19. Jahrhunderts in England entwickelt und hat sich zumindest für Herrenräder bis heute kaum verändert. Im Unterschied dazu wird der klassische Rahmen eines Damenrads aufgrund seiner geschwungenen Form auch als Schwanenhalsrahmen bezeichnet. Das war ja schwer. Das war ganz schön schwer. Aber ich glaub's nicht. Das weißt du damals. Jetzt musst du was wieder gut machen. Jetzt muss ich muss auf jeden Fall wieder was gut machen, aber ich weiß nicht, mit was. Wir haben ja noch Publikumsjoker. Kennen die sich mit Pilzen aus? Eher, oder Tiere? Oder sind die eher Taucher? Ich kommt darauf an, um welche Art von Pilzen es geht. Ja. Wasser, unter Wasser. Interessant. Ich bin eher dann für... Wollen wir tierisch-tierisch mal nehmen? Ja? Ja, tierisch-tierisch. Was macht Nilkrokodile einzigartig in der Welt der Krokodile? A. Sie bauen bis zu 12 Meter lange Höhlen. B. Sie ernähren sich vegetarisch. Oder C. Zur Eiablage wandern sie hunderte Kilometer weit. Also bauen 12 Meter lange Höhlen. Kann ich mir vorstellen. So, sind vegetarisch. Wenn ich irgendwie Krokodilfilme sehe. Die sind nicht vegetarisch. Die sind nicht vegetarisch? Ich glaube nicht. Was sollen die denn sonst auch fressen? Sumpfgras? Ah, ich weiß, also ich... Komm, so, zur Eiablage wandern sie... Nee. Also ich bin für A. Ja. Vegetarisch, ja, wenn du dir so, wenn auf keinen du meinst, Fall vegetarisch. Ja. Das heißt, du würdest A für dich riskieren, du hast ein gutes Gefühl. Dann ist okay. Ja, würde ich riskieren. Hab ja eigentlich auch noch was gut. Denn das stimmt. Dann mal wieder... Sogar mehrere Sachen hast du gut. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Ah, sehr schön. Dann haben wir das so festgehalten. Nilkrokodile bewohnen Gewässer in großen Teilen Afrikas und ernähren sich insbesondere von Fisch. In der Trockenzeit schützen sie sich vor Hitze und Dürre, indem sie tiefe Löcher mit ihrem Maul graben und die Erde zurück nach draußen transportieren. Anders als ihre Artgenossen sind sie wahre Tiefbauer. Bis zu 12 Meter lange Gänge mit Luftkammern entstehen, in denen sie in Gruppen die Trockenheit überdauern. Richtig! Geht doch! Richtige Antwort, ihr habt auch 1.500 Euro auf dem Konto. Jawohl. So, wir haben noch Pilze und Unterwasser. Ja. Unter Wasser. Oh nein. Aber Pilze, ihr könnt euch schon mal beraten. Warum reiben sich Delfine im Roten Meer an Hornkorallen? Weil es juckt. A. Um die Nesseln von Quallen loszuwerden. B. Um sich vor Infektionen zu schützen. Oder C, um die Korallen zu ärgern. Um die Nesseln von Quallen loszuwerden, das macht auch Sinn. Ja? Dann sind die ja drin, die juckt, dann kratzen die sich, dann schummeln die ein bisschen Haut ab mit dem Ganzen und weg ist es. So. B, um sich vor Infektionen zu schützen. Was wäre das denn dann für eine Idee? Das wäre dann so eine Meeresapotheke. Also die schwimmen da rum, haben irgendwie eine Wunde oder irgendwas, reiben sich an der Hornkoralle. Und das desinfiziert dann die Wunde, weil die irgendwelche Stoffe, Antibiotikum aus dieser Koralle da rausquillt. Um die Korallen zu ärgern. Ich meine, Delfine sind ja schon ein sehr lustiges Volk. Ne? Die machen sowas schon mal. Ja. Ne? Was ist denn, wenn du so eine Koralle ärgerst? Alter, geh mir auf damit. Ich meine, die reagiert ja nicht so schnell, oder?
Also ja nicht so, dass die haut ja nicht sofort dann auf die Nase oder so, sondern die macht so, hey. Weil ich sehe, vor allem ist das viel zu groß. Also das ist ja ein Riesendelfin und eine. Jetzt müsste Koralle man wissen, wie so eine klein. Hornkoralle aussieht. So groß sind die nur. Sicher? Die Korallen sind total klein. Es gibt ja auch große. Ja, die sind dann so groß. So und so. Aber meinst du, die kommt da raus, die ärgern die Koralle, weil die Koralle denen den Ball weggenommen hat? Ich glaube, das hat irgendwas. Du machst mich fertig. Okay, ich lass dich jetzt in Ruhe. Also, ich meine, wenn mir der Rücken juckt, dann gehe ich auch an den Türrahmen und schupper mir da ein. Ja? So macht es vielleicht ja, das auch ein Delfin. Und du willst den Türrahmen ja nicht ärgern. Also, das ist ja, ist ja nicht. Oder ist damit sowas gehört, man ärgert die Korallen und dann kommen Fische raus und die werden gefressen. Aber die fressen ja nicht die kleinen Fische, die fressen ja eher Thunfisch, nicht Thunfische, sondern so Herings. Das, ja. Das macht er jetzt, um sich vor Infektionen zu schützen. Also, ich hab vorhin verhauen, du darfst. Naja, es ist ja nicht so, als hätte ich da das so viel besser gemacht. Also, ich habe keine Ahnung. Dann müssen wir trotzdem eine Entscheidung treffen. Aber A ist das, was am meisten Sinn macht. Lass uns A nehmen. Ja, wir nehmen A. Und das andere ist dann eine echt coole Information, die man auf einer Party Leute rumkriegt. Da haust du richtig einen raus. Also Biologen. Hast du schon gehört? Ja. Bei uns lernt man immer was. Immer. Forscher beobachteten, dass sich indopazifische große Tümmler im Roten Meer an am Meeresboden wachsenden Hornkorallen, sogenannten Gorgonien, reiben. Dabei rollen sie sich auf die Seite und auf den Rücken. Die Forscher gehen davon aus, dass die Delfine sich so reinigen und vor Krankheiten schützen. Denn die feine Schleimschicht der Gorgonien besitzt eine antibakterielle Wirkung. Okay. Ja, hätte ja klappen können, ne? Ja. Hätte ja klappen können. Heißt aber, wir können jetzt noch in Führung gehen vor dem Finale mit der letzten Frage aus der Kategorie Pilze. Und ihr habt ja auch noch das Publikum zur Unterstützung. Was ist das Besondere am essbaren Riesentreuschling? Wer kennt ihn nicht? A. Er frisst Sprengstoffe und Umweltgifte. B. Er lockt Schmetterlinge als Schattenspender an. Oder C. Er bombardiert Fressfeinde mit einem stinkenden Sekret. Pass auf, ich habe was gelesen. Nein, jetzt bin ich gespannt. Da ging es um einen Pilz, der Plastik und Müll und sowas frisst, entwertet, entsorgt irgendwie. Jetzt frage ich mich natürlich, es ist ja im Prinzip ein Umweltgift, Plastik, schmutzt die Meere, die Küsten, schöne Länder. Es ist ja ein Umweltgift. Ja, das stimmt. Ich habe das gelesen, weil mich das so beeindruckt hat. Ich kann mich genau daran erinnern. Okay, das ist schon mal gut. Ist natürlich cool, wenn der tatsächlich Umweltgifte und dieses ganze eklige Zeug und ungesunde Zeug frisst und du kannst den dann noch essen. Ja, dann würdest du probieren? Ich, klar. Das ist schön, schön gebraten. Schön frittiert. Das wäre natürlich eine Sensation. Du frisst in deine eigene Plastiktüte auf, weil der Pilz. Ey, warum nicht? Wenn du das gehört hast, ist das doch schon mal ganz gut. Ich würde es vielleicht trotzdem noch ans Publikum weitergeben. Das andere schließt du auch komplett dann aus, oder was? Er lockt Schmetterlinge als Schattenspende an. Also warum? Die ganzen Schmetterlinge fliegen dann auf den rauf und dann ist. Dann soll der einfach nicht in der Sonne wachsen. Also das, ich meine, es gibt ja genug Schattenspender. Jeder Baum, jede Hauskante, jede Tür, jeder Elten ist ein guter Schattenspender. Für einen Schmetterling jetzt. So was. Für einen Schmetterling. Aber ist der Schmetterling ein guter Schattenspender für den Pilz? So, er bombardiert Fressfeinde mit einem stinkenden Sekret. Also sowas gibt es in der Natur auch. Also ich tendiere zu. Also ich weiß es tatsächlich nicht, deswegen kann ich auch noch nicht mal was mitgeben. Ich wäre vielleicht ein bisschen eher noch, wenn du A sagst, ist schon mal super, kann sogar sein. Ich bin aber nur 1% für C noch ein bisschen, aber ich weiß es nicht und du bist 80% wahrscheinlich bei A. Ja. Und das geben wir jetzt dem Publikum so weiter, da könnt ihr draus machen, was ihr wollt. Entweder weiß es tatsächlich einer 100% und nicht nur 80. Oder er sagt, nee, stimmt, das klingt gut.
keine Ahnung. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Man kann sich ja einfach einer Meinung anschließen und jemanden grüßen. Geht auch. Klang auf jeden Fall sehr sicher. Das A. Nur alle, die gerade krankgeschrieben sind, sollten sitzen bleiben. Ja. Ah, guck mal. Hi. Aloha. Hm? Hallo. Grüß dich, wie heißt du? Robert. Grüß dich, Robert. Aus Hamburg. Aus Hamburg? Schon viel rumgekommen auf der Welt? War ein bisschen. Was war die weiteste Reise? Portugal. Oh ja, gut, da ist noch ein bisschen, ja, hält die Welt noch ein bisschen was bereit. Ja. Also ich würde eher C tippen. Ich meine, sowas mal gehört zu haben, aber vielleicht... Du bist aber jetzt mutig, der Kollege. Aber wo, wie meinst du das, schon mal gehört zu haben? Ich meine, dass ein Pilz sich irgendwie schützt mit einem Gestank. Mal gehört zu haben. Aha. Was machst aber du? Aber kann ja richtig sein. Zolltechnik. Ich weiß es nicht. Nochmal? Mehr im Zoll zu tun. Am Zoll, okay, ja. Alles klar. Gut. Also, die Chance, also das, was mitgegeben wurde, war 1% für C und 80% für A. Ja, ich wollte das nur wissen, weil da braucht es ja ein gewisses Durchsetzungsvermögen, wenn man sich dann den 1% anschließt. Der Riesentäuschling, auch Braunkappe genannt, ist weltweit zu finden und auch in Deutschland heimisch. Forscher der finnischen Aalto-Universität fanden in Tests heraus, dass der Pilz dank des Enzyms Manganperoxidase kontaminierte Böden reinigen kann. So baute er innerhalb von 70 Tagen 80% der giftigen Sprengstoffreste Trinitrotoluol ab. Er frisst also Sprengstoff und andere Umweltgifte und macht sie unschädlich. Oh oh. Oh oh. Oh, Robert. Die einzige Erklärung für mich wäre, dass du alleine hier sitzt und 10 Freunde von dir da drüben. Das ist vielleicht eine ganz subversive Taktik. Hast du irgendjemand da drüben? Leider nicht. Egal. Daumen drücken jetzt fürs Finale. Die Hops glänzen. Boah, das wäre eine ganz neue Form von Taktik. Das hatten wir auch noch nie. Ne? Das eine sagt, ich stehe auf, weil ich helfe meinen Leuten da drüben. Ja? So, wir schauen mal auf den Zwischenstand. Bernhard und Felix haben 1.500 Euro erspielt. Edwin Konstantin ebenfalls 1.500. Und hier ist unser Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Geografie. Juhu. Das weiß der Bernhard wieder. Ja. Lehnt sich schon entspannt zurück. Wir beides gleich haben. Ich bin richtig schlecht in Geografie. Ja, das ist schön, das freut mich. Ich also auch. So die Sachen, in denen ich gut war, passen wir gut die kamen schon. Ja. Ach, guck mal, so eine Scheiße. Oh. Der Wutelten hat zugeschlagen. Wutelten. Hier ist die heutige Masterfrage. Welches dieser europäischen Länder hat die längste Küste? A. Großbritannien. B. Griechenland oder C. Italien. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. So, jetzt bin ich sehr gespannt, ne, was ihr gesetzt habt, welche Antworten ihr eingeloggt habt. Und dann gibt's gleich die Entscheidung. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Das Brüderduell heute bei Wer weiß denn sowas. Felix von Jaschorow spielt mit Bernhard Hoecker. 1.500 Euro haben sie erspielt. Und auf der anderen Seite Konstantin von Jaschorow mit Elton ebenfalls 1.500 Euro erspielt. Und wir sind gerade dabei, hier zu klären, für welches Team es heute hier gute und für welche schlechte Zeiten gibt. Ja, ja, mal schauen. Ne? Immer der gleiche Witz. Ja. Aber er passt hier. Aber na klar. Die ganze Sendung könnte auch so heißen. Ja.
So, es geht um folgende Masterfrage. Ja. Welches dieser europäischen Länder hat die längste Küste? A. Großbritannien, B. Griechenland oder C. Italien? So, wie viel habt ihr gesetzt? Bernhard und Felix haben gesetzt. Alles! Elton und Konstantin haben gesetzt. Alles! Hey, hey. So, für welche Antwort habt ihr euch entschieden? Bernhard und Felix tippen auf. Antwort B, Griechenland. Elton und Konstantin tippen auf. Antwort B, Griechenland. Ah! Bruder! Ist eine Familie, ne? Alles gut. Ja, Freunde heißt aber auch, ne? Null oder schätzen. Oh, oh. Entweder. Ich glaube null. Ich hab. Wird alles verzockt oder wir müssen noch eine Schätzfrage. Nicht so ganz sicher. Wegen jeder blöden Insel, ja, ne? Das war so mein. Die gesamte EU hat übrigens eine Küstenlänge von knapp 66.000 Kilometern. Boah. Das ist viel. Davon entfallen auf Italien 7.600 Kilometer. Auf Griechenland 13.676 Kilometer. Und Großbritannien hat eine Küstenlänge von 12.429 Kilometer. Griechenland ist richtig. Damit stehen beide Teams jetzt bei 3.000 Euro. Aha. Und damit steht auch schon fest, dass eine unserer beiden Publikumstribünen 3.000 Euro dann unter sich aufteilt. Aber welche steht da nicht fest? Und das klären wir jetzt in unserer Schätzfrage. Wie viele Athleten nahmen insgesamt an den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro teil? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. So, beide Teams haben eine Zahl eingetippt. Die Olympischen Sommerspiele 2016 Rio de Janeiro vom 5. bis zum 21. August. Es waren Athleten aus 207 Ländern dabei. Und es waren insgesamt, was habt ihr getippt? Bernhard und Felix haben eingetippt. 2.800. Elton und Konstantin haben eingetippt. 50. 888. Bei 200 Nationen. Ja, es kommt schon. 200 Nationen müssen bei ihm im Schnitt. Und es waren insgesamt. Elton, wie viel waren es? 5.000. Ja, doch viel, viel mehr. Ich glaube sogar noch mehr als 2.800 im Prinzip. Es waren aus 207 Ländern insgesamt 11.200. Glückwunsch auch an euch. Also, ihr gewinnt die 3.000 Euro. 65 Zuschauer hinter euch. Und das heißt für jeden von euch 46,15 Euro. So, da ist die Freude groß. Danke fürs Mitspielen, hat Spaß gemacht. Danke auch. Dankeschön, Konstantin. Ah. Nochmal wiederkommen, dann wechseln wir die Seiten. Ja? Ja, genau, ja? 46,15 Euro auch für unsere drei App-Gewinner, die heute wieder dabei waren. Danke fürs Zuschauen, das wäre Weiß für sowas für heute. Tschüss.